Liebe Sternfreundinnen und Sternfreunde, herzlich willkommen zu unserem neuen Video über den Sternenhimmel im Frühjahr 2015. Zum ersten Mal schließt sich ein Jahreskreis. Vor einem Jahr haben wir unsere Videoserie mit dem Sternenhimmel im Frühjahr 2014 angefangen. Wie gewohnt beginnen wir unseren Himmelsspaziergang am abendlichen Westhimmel. Die Zeit um den Frühjahrsbeginn ist die letzte Gelegenheit, am Westhimmel das sich langsam verabschiedende Wintersechseck komplett zu sehen. Am tiefsten steht das Sternbild des großen Hundes mit dem hellsten Fixstern Sirius. Im Uhrzeigersinn weitergehend kommen wir zum kleinen Hund mit Hauptstern Procyon, zu den Zwillingen Castor und Pollux, zum Fuhrmann mit Hauptstern Capella, zum Stier mit dem roten Hauptstern Aldebaran und zum Orion, dessen rechter unterer Stern Rigel die letzte noch fehlende Ecke des Wintersechsecks bildet, während der linke Schulterstern Betelgeuse fast die Mitte des Sechsecks markiert. Im Nordwesten sehen wir noch die Herbststernbilder Cassiopeia und Perseus. Cassiopeia gehört zu den sogenannten zirkumpolaren Sternbildern, die wir je nach Jahreszeit mehr oder weniger hoch über dem Nordhorizont sehen, während Perseus sich gegen Ende des Frühlings verabschiedet, um im Herbst wieder im Osten aufzutauchen. Das populärste Sternbild, den großen Wagen, müssen wir im Frühjahr hoch über uns suchen. Wer die Verrenkung nicht scheut, sollte sich mit dem Feldstecher, den mittleren Stern, in der Deichsel anschauen und wird feststellen, dass es sich um ein schönes Doppelsternsystem handelt. Insgesamt sind es sogar vier Sterne, denn jeder der zwei hellen Sterne ist nochmals ein Doppelstern. Den hellsten der beiden, Mizar, zeigt schon ein kleines Amateurfernrohr doppelt, und das bei völliger Nüchternheit des Beobachters, während es für die Trennung des dunkleren Sternes Alcor schon eines größeren Fernrohrs bedarf. Wenden wir uns vom großen Wagen weiter nach Süden, den jetzt schon die Sterne des Frühlings eingenommen haben, gehen wir von den Zwillingen Castor und Pollux nach Osten, also nach links, stoßen wir auf das schwache, aber hübsche Sternbild Krebs. Sein Zentrum bildet ein kleines Sternenviereck, in dessen Mitte der Sternhaufen M44 Präsepe oder Krippe genannt steht. Auch dies ist im Feldstecher schon ein schöner Anblick. Weiter nach Osten schließt sich das beherrschende Sternbild des Frühlings an, der Löwe. Sein Vorderteil hat die Form einer Sichel, sein Hinterteil die eines Dreiecks. Südöstlich davon, also nach links unten, stoßen wir auf das große Sternbild Jungfrau, deren obere Hälfte wie ein Y geformt ist, die untere wie ein U. Unterhalb des Löwen schlängelt sich übrigens über den Südhorizont das längste Sternbild des Nordhimmels, die Wasserschlange oder Hydra. Da die Sterne recht schwach sind, braucht man schon einigermaßen dunkle Umgebung und eine drehbare Sternkarte, um alle Sterne zu entdecken. Am ehesten findet man unter dem Sternbild Krebs den charakteristischen fünfeckigen Kopf der Hydra, von dem man aus weitergehen kann. Nach Osten schließen sich noch die ebenfalls kleinen Sternbilder Becher und Rabe an, die man aber aufgrund ihrer geometrischen viereckigen Form besser findet. Wenn wir den großen Wagen noch einmal als Ausgangspunkt bemühen, gehen wir der Krümmung der Deichsel folgend nach Südosten und stoßen dann auf den hellen Stern Arcturus, der uns zu dem Sternbild des Bootes, des Bärenhüters, führt. Der Bootes sieht von der Form her einem Kinderdrachen nicht unähnlich. Links vom Bootes, also östlich, steht das Sternbild Nördliche Krone. Es gibt nämlich auch eine südliche Krone, die man bei uns aber nicht sieht. Auch dies im Feldstecher ein schöner Anblick, wenn man der Form des Stirnreifes folgt, der dem Sternbild den Namen gab, mit dem Stern Gemma, lateinisch für Edelstein, in der Mitte. Übrigens ist die Fortsetzung der gekrümmten Hilfslinie von der Deichsel des großen Wagens über Arcturus im Bootes ein guter Weg, um zum Hauptstern der Jungfrau Spica zu finden und dann zu dem Rest des Sternbildes. Im Gebiet zwischen Bootes und Jungfrau
gibt es noch ein ganz kleines, unscheinbares Sternbild mit dem lateinischen Namen Coma Berenices. Damit ist nicht ein medizinischer Zustand gemeint, sondern es heißt übersetzt Haar der Berenike nach der ägyptischen Königin. Warum wir dieses kleine Sternbild erwähnen? Wer unter den Sternfreunden ein lichtstarkes Spiegelteleskop sein eigen nennt, findet hier ein Eldorado für sogenannte Deep-Sky-Beobachtungen. Auf einem kleinen Himmelsausschnitt viele ferne Galaxien, deren schönste wohl die mit der Nummer NGC 4565 ist, die wir genau von der Kante sehen. Dem Bärenhüter Bootes folgt mit fortschreitendem Frühjahr das markante Sternbild Herkules, benannt nach dem Helden der griechischen Sage. Sein Zentrum bildet ein Sternenviereck mit einem lichtstarken Feldstecher oder kleinem Amateurfernrohr. Ist es unbedingt lohnend, in der Mitte der rechten westlichen Seite des Vierecks den prächtigen Kugelsternhaufen des nördlichen Sternenhimmels, den M13, aufzusuchen. Man erwarte aber nicht den Anblick, wie er in Büchern mit lang belichteten Fotos wiedergegeben ist. Im Fernglas sehen wir ein diffuses, rundes Fleckchen. Kugelsternhaufen gibt es viele in unserer Milchstraße. Genauer gesagt stehen sie wie ein Halo um unsere Milchstraße herum. Im Inneren stehen die Sterne so eng beisammen, dass selbst ein Foto einer großen Sternwarte sie nicht mehr auseinanderzuhalten vermag. Zwei helle Objekte erfreuen uns noch am abendlichen Sternhimmel, die aber keine Sterne sind, obwohl das eine davon sogar im Volksmund Abendstern heißt. Bei dem in diesem Frühjahr im Westen hell glänzenden Abendstern handelt es sich vielmehr um den Planeten Venus, den Nachbarn der Erde, der die Sonne in noch geringerer Entfernung als die Erde umkreist. Die größere Nähe bewirkt entsprechend ungemütliche Temperaturen an der Oberfläche von über 400 Grad Celsius unter einer fast ganz aus Kohlendioxid bestehenden Atmosphäre. Die dichte Atmosphäre ist es übrigens, die aufgrund ihrer hohen Reflexion des Sonnenlichtes dafür sorgt, dass Venus so schön hell am Abendhimmel steht. Wer den Planet mit einem Amateurfernrohr beobachtet, kann sogar ähnlich den Mondphasen Phasen der Venus sehen, bedingt durch den seitlichen Einfall des Sonnenlichtes. Hoch im Süden glänzt im Sternbild Krebs, das wir bereits kennengelernt haben, der Planet Jupiter. Jupiter ist der größte Planet im Sonnensystem und ein Gasplanet. Schon wer den Planeten im Feldstecher beobachtet, erst recht im kleinen Teleskop, kann die Entdeckung des Astronomen Galileo Galilei von vor gut 400 Jahren nacherleben. Er sieht die vier hellen Monde des Planeten um diesen kreisen. Wenn einmal nicht alle vier zu sehen sind, stehen der oder die fehlenden Monde unsichtbar vor oder hinter dem Planeten. Mit einem Amateurfernrohr kann man sogar beobachten, wie der eine oder andere Mond gelegentlich einen Schatten auf die Planetenatmosphäre wirft. In diesem Bereich ereignet sich auf Jupiter in diesem Moment eine Sonnenfinsternis. Auch der sogenannte große rote Fleck lässt sich in der südlichen Hemisphäre des Planeten beobachten. Es handelt sich um ein meteorologisches Phänomen, einen riesigen Wirbelsturm, der über der Oberfläche aus flüssigem, gefrorenen Gas nicht zur Ruhe kommt. Im Frühjahr begleitet uns der Planet Jupiter nach dem Untergang der Venus durch die erste Nachthälfte. Übrigens ist ein gutes Indiz, einen Planeten von den Fixsternen zu unterscheiden, dass bei einem Planeten ruhigere Licht, das längst nicht so flackert wie das Licht der Sterne. Das liegt daran, dass die Planeten, die wir schon im Amateurfernrohr als kleine Scheibchen sehen, ein stärkeres Lichtbündel zur Erde schicken, das von der turbulenten Lufthülle unserer Erde nicht so gestört wird wie das der erheblich weiter entfernten Sterne. Gleich zum Frühlingsanfang hält der Himmel ein astronomisches Highlight für uns bereit.
Am Freitag, den 20. März, können wir eine Sonnenfinsternis beobachten. Die Finsternisbezeichnungen zeigen uns, was verfinstert wird. Bei einer Sonnenfinsternis, die Sonne durch den Mond, der auf seiner Bahn vor ihr vorbeizieht und dann seinen Schatten auf die Erde wirft. Bei einer Mondfinsternis wird dagegen der Mond verfinstert, nämlich vom Erdschatten, in den er auf seiner Bahn gerät. Im Modell können wir sehen, warum Finsternisse nichts Alltägliches sind. Nur wenn der Mond nahe an der Schnittpunktlinie der gegeneinander geneigten Bahnebenen von Erdbahn und Mondbahn steht und Neumond ist, können Sonnenfinsternisse entstehen. Würden sich Erde und Mond auf der gleichen Umlaufebene befinden, hätten wir an jedem Neumond eine Sonnenfinsternis und jeden Vollmond eine Mondfinsternis. Aber mal ehrlich, würde das dann nicht den Reiz des Besonderen verlieren? Bei uns in Deutschland ist diese Sonnenfinsternis leider nur partiell, also teilweise zu sehen. Das heißt, der Mond bedeckt die Sonnenscheibe nicht gänzlich, sondern zu maximal etwa 3/4. Das Gebiet der Totalitätszone, wo die Sonne gänzlich vom Mond bedeckt wird und es für Minuten richtig dunkel wird, läuft über den Nordatlantik bis ins nördliche Eismeer. Von der Totalität haben also direkt nur wenige Menschen etwas, zum Beispiel die Einwohner der Färöer, die wir höchstens als Gegner aus den Fußball-Europameisterschaften kennen, und Forscher auf der Insel Spitzbergen sowie Kreuzfahrtpassagiere, die von geschäftstüchtigen Reiseveranstaltern dorthin gekarrt werden. Wenn wir die Finsternis beobachten wollen, sind unbedingt die Regeln zum Schutz der Augen gegen Verletzung zu beobachten. Die Sonne ist auch im teilweise verfinsterten Zustand genauso gefährlich für unsere Augen wie an normalen Tagen. Das heißt, Schutz der Augen mit einer geeigneten Filterfolie, zum Beispiel. Wohl dem, der am Freitag frei hat oder sich Urlaub genommen hat. Die Finsternis ist am Vormittag bei uns zu sehen. In Frankfurt zum Beispiel von etwa 9.30 Uhr bis 11.50 Uhr. Mehr über Finsternisse und deren Beobachtung erfahren Sie in unseren Videos über Finsternisse auf diesem Kanal. Eine ausführliche Internetseite zu dieser Sonnenfinsternis finden Sie unter www.sophie2015.de. Diese Seite lässt kaum Wünsche offen, was die Informationen über dieses Ereignis betrifft. Interessanterweise gibt es gleich 2 Wochen später eine totale Mondfinsternis am 4. April. Dies passiert öfters nach einer Sonnenfinsternis und liegt nahe, weil der Mond sich ja noch in der Nähe der Erdbahnebene befindet, wo er vom Erdschatten getroffen werden kann. Allerdings ist diese Mondfinsternis bei uns nicht zu sehen, da sie ab 13 Uhr unserer Zeit stattfindet, wo es bei uns Tag ist. Aber keine Sorge, im September gibt es wieder bei uns eine MOFI zu sehen. Darüber mehr im Video zum Herbststernhimmel. Wenn Sie keinen unserer Videos versäumen wollen, laden wir Sie ein, unseren Kanal zu abonnieren durch einfachen Klick auf das eingeblendete Feld. Dann bekommen Sie automatisch Nachricht, wenn es etwas Neues zu sehen gibt. Für eigene Beobachtungen wünschen wir Ihnen wieder, was die Gruppe Coldplay in ihrem Erfolgstitel besingt, Sky Full of Stars, ein Himmel voller Sterne. Und wir freuen uns aufs Wiedersehen beim Sommersternhimmel 2015. Ihr Oliver Debus und Joachim Labuddel.